Hi, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Big Wave TV. Um was geht's heute? Ja, ich wollte euch eigentlich wie immer, wie letzten Mal, ich wollte eigentlich das Video wieder schön zusammenschneiden. Aber irgendwas ist halt immer. Und ja, vielleicht kann mir einer helfen. Ich möchte mich aber schon mal vornherein entschuldigen für den Ton, der in dem Video mit dann sein wird. Das habe ich vergessen runterzuschrauben. Den Fehler weiß ich. Aber was mich jetzt zurzeit nervt, ich habe es schon mal vorbereitet, ist, warum ziehe ich eigentlich immer jedes Mal das Falsche nach oben? So, ich schiebe mich erstmal weiter rüber, dass wir uns... Er schiebt aber mein Bild, macht es aber auch nie klein. Das ist immer dasselbe Problem hier. Er macht es einfach nie klein. So, jetzt. Also es geht darum, ich habe jetzt schon mal eine Datei reingeladen und ihr seht, es steht immer ein Fehlercode da. Und es ist immer derselbe Fehlercode. Und es ist egal, ob ich das von der SD-Karte runterlade oder auch nicht. Es ist immer, immer der Fehlercode. Aber ich möchte mit euch ja gemeinsam doch die Videodateien anschauen, weil sie doch schön sind. Ich will es immer noch nicht speichern und deswegen fangen wir mal einfach an. So, meine lieben Leute, mittlerweile eine dritte Aufnahme. Wir sind wieder auf dem Weg, wo wir eigentlich schon gestern hin wollten. Aber heute schaffen wir es. Hier mal eine kleine Aufnahme, wo wir gestern gelandet sind. Und das war wunderschön. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns mal auf der Tour ein bisschen. Ich sage nur eins, es ist eine schöne Aussicht. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Luna fährt auch mit. Ja, dann sehen wir uns dann später wieder. Bis gleich. So, ich werde es jetzt auch immer so machen, dass ich das so aufnehme und nicht mal live streame, weil das dann doch vielleicht besser klappt. Mal gucken, bis es am Ende dann wird. Ja, ich zeige euch mal schnell das Video, was ich meine, was dazwischen kam. So, meine lieben Leute, wir wollten jetzt ja eine schöne Tour machen. Wir sind auch dabei. Es wird auch die erste Aufnahme, weil wir jetzt aber, ihr seht ja selber, also er sagt hier, ist ein Radweg. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, was das ist. Ich gehe mal mit hin. Also, ja gut, der Baum ist umgefallen. Der liegt aber auch schon lange. Ne, der ist gerade umgefallen, der ist so gewachsen. Also hier ist eigentlich noch nie ein Radweg gewesen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein Flussbett gewesen, ja. Also ich weiß nicht, was das hier soll. Mal gucken, ob wir noch ankommen, ob wir ankommen wollen. Ich glaube es eher nicht. Wir werden mal eine andere Tour noch einplanen. Ja, das war das vom Vortag, was ich gerade gemeint habe, was ich angesprochen habe. So, wie ihr seht, es geht mal schön. Was ich angesprochen habe, das war das vom Vortag. So, jetzt fangen wir mal hier mit den nächsten Videoabschnitten weiter an. Die Fotos zeige ich alle komplett zum Schluss. Ist wahrscheinlich anders nicht machbar, weil sonst kommen wir hier komplett durcheinander. Ich skippe jetzt erstmal hier alles schön durch und dann, ich weiß, man kann zwar so ein bisschen was dazu erzählen, was sonst nicht gehen würde, aber ich finde es dann doch anders schöner. Oder schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr es machen würdet oder vielleicht mit Fotos, so mit diesen Möglichkeiten. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Aber ich würde aber trotzdem mal gerne wissen, warum diese Videodateien nicht mehr erkannt werden. Also ich habe es vorher auf Full HD gemacht, da ging es jetzt auf 4K, geht es nicht mehr. Keine Ahnung warum. Naja, wir probieren es mal weiterhin. Wir machen mal weiter auf. Also wir spielen mal weiter absuchen. So, wie ihr seht, jetzt geht es mal schön bergauf die ganze Zeit. Ja, immer weiter hoch. Ja gut, wir fahren ja auch schon einen geilen Aussicht, muss ich sagen. Christian kennt es schon, da sind wir schon mal hingewandert. Das ist schon mal der nächste Tipp für die, die mich schon länger verfolgen. Sollten jetzt wissen, wo es hingeht, die nicht, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Hinschauen oder Hinsehen. Und auch denen, die es wissen, es ist immer ein anderer Weg. Dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt in einem wunderschönen Wald angekommen. Sehr schöne Luft hier drin. Macht echt Spaß. In 80 Metern links und Weg folgen. Macht echt Spaß, hier lang zu fahren. Nicht nur zu laufen, auch mal zu fahren. Ja, meine lieben Leute, so sieht's aus. In 30 Metern links auf Weg. Ja, auf Weg. Eine sehr schöne Ecke hier. Gut, dann sehen wir uns. Ach, nehmen wir noch ein Stückchen mit. Einfach so, weil es Spaß Folge macht. Folge dem Weg 500 Meter. Ich denke, geht es nach links, hat sie gerade erzählt. Ja, gut. Ja, es geht halt sehr steil.
Das sind immer solche Punkte, die bei Komoot mich ein bisschen stören. Der Weg ist immer der gleiche. Sie sagt, es geht nach links, dann geht es noch geradeaus und dann wieder nicht. Oder es gibt Abzweigungen, die nicht da sind. Oder sie verliert mittendrin irgendeine Verbindung. Werdet ihr auch gleich merken, kommt nämlich gleich. Aber das Bike macht ohne Probleme mit in Pass 3. Und ich bin gerade im 12. Gang oder 11. Ne, 12. Gang oder 10. Gang drin. Naja, 10. Gang. Komme ich gut hin. Die Tour wird angepasst. Ach, die ist doof. Da hat man es gemerkt. Also es ist mittendrin weg. Ja gut, aber ich habe auch andere Apps ausprobiert. Komoot war den Punkt die einzigste, die mich hochgefahren hat. Da muss man halt vorher anklicken. Zum Plan ist es gut. Die andere App kann man eingeben, wo man hin will, aber die hat mich erstmal komplett runter in die Stadt geführt, wo ich überhaupt nicht hin wollte. Also komplett in die falsche Richtung. Naja, egal. Komme ich gut hin. Passt wunderbar. So, dann bis gleich, liebe Freunde. Ja, also es kommen noch schöne Aufnahmen. Ich habe gesagt, die Bilder mache ich zum Schluss. Ich skippe jetzt mal einfach mal so durch und wenn mir was einfällt, sage ich einfach was dazu. Das ist dann der Vorteil, wenn wir das so aufnehmen. Ja. So, jetzt laufen wir mal schön den Berg hoch. Muss ich dazu sagen, warum ich gelaufen bin, ich hatte noch jemanden mit, der hatte keine Motorunterstützung. Es ging wirklich sehr bergauf. Man sieht es auf den Videos immer schlecht, aber es war schon ein ganz schöner Anstieg und derjenige konnte nicht mehr, deswegen bin ich dann mitgelaufen, logischerweise, weil das ist ja ohne Motor ist es schon Wahnsinn, da hoch zu dämmeln. Da erstmal Hut und Chapeau nochmal, dass du überhaupt mitgemacht hast und was wir auch geschafft haben bis zum Schluss. Ja, erstmal noch Grüße gehen raus an dich, Jan. Also war echt eine mega geile Tour. Gerne wieder. Ja, mal schauen wir mal weiter jetzt. So, wir sind auch gleich oben. Ja, Wald halt, ne? Ich wollte euch aber noch die Luna zeigen. Die ist nämlich hier drin. Die Knutschi. Knutschi! Knutschi! Hallo! Hallo! Jo, mein Schatz, gell? So, wollen wir mal weiterlaufen. Ah. Oh, meine lieben Leute, ich denke mal, so einige Leute, die mich schon öfters oder länger verfolgen, wissen, wo ich bin. Oder auch nicht. Ich meine, im Wald sieht eher alles gleich aus, aber naja. Na gut. Dann bis gleich. Da unten ist gerade ein Sperrding aufgeflogen. Ah, da ist noch jetzt auch geflogen. Na gut, bis gleich, liebe Leute. So, wir sind wieder on Tour. Auf die Fahrrad. Ja. Mal schauen. Also es ist jetzt noch ein ganz schönes Stückchen. Mal schauen, ob wir hinkommen. Ja, auf jeden Fall versuchen wir es, so nah wie möglich zu kommen und am besten anzukommen. Ja, ansonsten ist es auch so eine schöne Tour wie immer. Ja. Ja, ich nehme einfach wieder mal ein Stückchen mit hier, wie immer, also, dass ihr mit genießen könnt. So ist das. Es gibt echt schöne Wege hier, es ist echt Wahnsinn. So. Die Natur ist schon mal sehr schönes. In 100 Metern an der Gabelung links halten. Aber wenn ich mich links halte, dann das ist ja auch doof. Da habe ich ja nichts zum Festhalten. Naja, wir werden sehen. In 30 Metern links halten auf Weg. Auf Weg. Wir haben einen Weg. So. Meine lieben Leute, folge dem Weg 200 Meter. Machen wir. Da vorne ist eine Schranke. Warum ist da vorne eine Schranke? Gut, wir sehen uns dann gleich wieder, liebe Leute.
muss jetzt dazu sagen, wir sind auf eine Straße gefahren, wo da auch vorne ein Schild war, sieht man jetzt nicht. Einfahrt verboten, weil die Straße gebaut worden ist. Da, wo wir aber drauf gefahren sind, war noch nichts. Also waren sie fertig mit Bauen, aber weiter hinten waren sie dann noch am Teeren. Also da, wo wir waren, war es kalt. Und da sind wir auch einmal kurz gesehen worden. Es mussten dann in einen Waldweg rein. Ich kannte ihn dann hinterher, habe ich gemerkt, wo ich bin. Aber am Anfang war das mal verdutzt und geguckt, aber wir haben es ja geschafft. Aber ich sah am besten, ich sage nicht so viel, ich zeige es euch einfach, nämlich genau jetzt. So, liebe Leute, es gibt ein Problem. Wir sind mal auf eine Straße gekommen, wo Einfahrt verboten ist, weil Baustelle ist. Wir kommen da auch nicht weiter. Wir wurden auch gerade schon ein bisschen angeschimpft, weil wir auf der Straße fahren. Aber vorne fern die noch frisch, also geht gar nichts. Und hier weiß ich nicht, wo wir rauskommen. Aber wir werden eine Lösung finden. Ja, dann schauen wir dann gleich weiter, wie es weitergeht. Oh, wir haben ja kein Glück. Wir sollen da wahrscheinlich nicht mehr ankommen. Ich habe keine Ahnung. Na gut, bis gleich. Also ihr seht, wir kommen hin, wie gesagt, zur Umkehren, aber die Straße, die, wo die bauen, wäre die hier gewesen. Und wenn wir den Leitweg hier weiterlaufen, kommen wir hier drauf, dann kommen wir die auf die Straße auch drauf. Also wir müssten ankommen, aber wir nutzen das auch gleich aus, um mit Luna rauszugehen ein Stück. Ja, laufen wir jetzt mal ein Stück und dann schauen wir mal weiter. Mein, so schlimm ist der Weg jetzt auch nicht. Ja, dann bis gleich. So, habt ihr gesehen, die kleine Gurke war schön mit draußen, die hat schön geschnüffelt. Ja, wir gucken mal weiter. So, meine lieben Freunde, den kenne ich. Die kennt sogar noch jemand, den der mal ich mitgelaufen bin damals. Ich sag nur, da Nadelwald, da Laubwald. Ich denke mal, wenn es derjenige sieht, weiß er, was ich meine. Ja, okay, wir haben aber gleich da vorne die nächste Straße erreicht, wo wir dann weiterfahren können. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich wollte noch diese Information herausgeben, wo wir uns gerade befinden. Dann bis gleich. Ist ja nicht so, dass ich den Namen schon erwähnt habe im Video, aber mehr verrate ich jetzt wirklich nicht mehr. So, jetzt machen wir einfach mal weiter. Also bis jetzt ist noch nichts verraten worden, wo es hingeht. Vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, vielleicht wissen es schon welche. Aber ohne Beschmu, ohne vorzudrücken, einfach reinschreiben, wo es hingehen könnte. So. So, liebe Leute. Hier haben wir schon mal die erste Sicht, was ich meine. Ich will euch natürlich mitnehmen. Jetzt rechts auf Riechheimer Weg. Ja, jetzt hat es natürlich die Frau verraten, wo wir sind. Tja, und schon hat es verraten, die Komoot-Frau. Aber ist auch gerade schön, ist Stopp gerade schön, immer schön Aussicht. Aber wir machen mal weiter. Genießen, Freunde, genießen. Echt Wahnsinn hier. Aber warte mal, ich muss mal kurz absteigen. Also folge dem Weg 2,8 Kilometer. Da war irgendwas hinten. Wir sehen uns gleich wieder, liebe Leute. Ja, ich musste kurz anhalten, hat hinten was geklappert. Aber nichts Schlimmes, es war nur so ein Stück Heu oder was das war. Ging dann wieder. So, wir machen mal weiter. So, liebe Leute, weiter geht es. Ihr sollten auch dann gleich da sein. Oder oben fliegt gerade ein Bus entlang. Wunderschön. Echt schöner Weg hier. Aber da verstehe ich auch nicht, warum uns die Frau über die Straße jagen wollte. Na gut. Aber so weit ist es ja nicht mehr. Und dann heißt es, genießt mal, liebe Freunde. Also ich werde es jetzt anmachen und wenn wir da sind nochmal, um mit euch gemeinsam den Ausblick zu genießen, das ausklinken zu lassen und dann machen wir uns auch wieder auf den Heimweg. Der geht dann logischerweise schneller, weil es bergab geht. Aber ja, meine lieben Freunde, wir sehen uns dann gleich wieder. Haltet die Ohren steif, sag ich mal. Also der Heimweg ging wirklich schneller. Wir sind hingefahren, ungefähr anderthalb Stunden und zurück sind wir eine halbe Stunde gewesen. Also ihr merkt, was das schon bringt, bergauf und bergab. Ja. So, liebe Leute, da vorne war gerade ein Hase, den habe ich verpasst aufgenommen. Der war schneller, als ich die Kamera draußen hatte. Ja, na gut, vielleicht kommt noch ein schönes Tier heute. Mal schauen. So ist es halt manchmal. Ja. Na gut, liebe Leute. Ich finde einfach die Natur hier wunderschön auch. Also es ist echt Wahnsinn.
dann sehen wir uns aber also jetzt wirklich am Ziel wieder. Weil so weit weg ist es nicht mehr. Dann bis gleich, liebe Leute. So, die Natur sah wirklich echt hammer. Ich freue mich jetzt mal irgendwie lang zu fahren. Und jetzt sehen wir wirklich das Ziel, meine lieben Freunde. Da dürft ihr schon mal gespannt sein. Zumindest lost man einen Teil. Der andere Teil kommt dann noch. Aber ich will nicht so viel verraten. Wir sehen es genau jetzt. So, meine lieben Leute, ich hoffe, ihr seht es. Wir sind angekommen. Die Aussicht ist wunderschön. Also da das Stückchen. Es geht ja noch woanders hin, wo man eine andere Aussicht hat. Da hier noch ein paar Bäume sehen. Ich will mal gucken, ob man es überhaupt sieht. Was ich meine. Ja, ein Stück. Nicht viel. Ja gut, ich werde aber die Position wechseln, dann seht ihr gleich noch ein bisschen mehr. Bis gleich. Ja, wie ihr hört, da oben war es sehr windig. Auf der anderen Seite, genau gegenüber von hier, ist auf der anderen Seite ein bisschen weiter unten noch, hat man eine bessere Aussicht gehabt, aber ich wollte euch auch das zeigen. Und jetzt machen wir mal die schöne Aussicht rein. So, meine lieben Leute, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Haben wir hier so mit meinem Körper einen Schwenk. Ja, das ist die Aussicht von der anderen Seite vom Rüschheimer Berg. Also hier sieht man wesentlich mehr. Ich werde jetzt noch gleich ein paar Fotos machen, die natürlich mit reinmachen. Ja, also ich bin jedes Mal froh, hier oben zu sein. Das ist echt eine geile Aussicht, das ist ein geiles Panorama. Mal schauen, beim nächsten Mal vielleicht mit mehr Sonne, dass wir weiter schauen können. Aber ich denke mal, ihr seht schon da hinten, was da abgeht, was da für ein Gebirge noch hochgeht. Es ist Wahnsinn. Ja, ich freue mich jedes Mal, wie gesagt, hier zu sein. Gut, das war's. Wir machen uns dann auch nach den Fotos nach Hause. Ich möchte mich aber hier schon von euch verabschieden, weil das... Gut, das können wir jetzt natürlich weglassen, weil das Verabschieden, also da machst du ja nochmal an. Weil verabschieden tue ich mich da nochmal hier. Es dauert noch eine Weile, weil der Plan war ja anders, wie ihr wisst. Ja, aber ich lasse trotzdem mal ein bisschen laufen, weil es schöne Aufnahmen sind. Wir werden ja jetzt ordentlich Gas geben, um nach Hause zu kommen. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Abo da, falls... So, das machen wir mal weiter, nicht, dass die Leute hier schon abschalten. Ja, also, das war die letzte Sequenz. Ich möchte gerne aber auf euch noch die Fotos zeigen. Deswegen habe ich da jetzt gesagt, dass ich da noch keine Verabschiedung machen will. Da war es einmal das noch von der Aussicht und hat mich so gefallen wie der Sonne. Das ist vom Vortag und irgendwie hört es jetzt auch hier schon wieder auf. Wir müssen mal weiter hochskippen. Mal hier rein, zack. Das haben wir unterwegs auch gefunden. Das ist jetzt wiederum der Vorteil, wenn man die Aufnahme so macht. Man kann das was erklären. Ich finde diese Distel allgemein schon, warum es jetzt so ein bisschen neblig aussieht, weiß ich auch nicht. Auf der Kamera eigentlich nicht so aus. Auch hier. Vielleicht ist da ein Fingerabdruck drauf gewesen auf der Kameralinse. Also das sieht richtig mega aus. Gefällt mir so sehr mit diesen Lichtstrahlen, mit diesen Sonnenstrahlen. Mega, also es ist echt hell wie geil. Auch das, aber das Fett gefällt mir so wiederum nicht, wenn es so weit wächst. Ja, es wird vom Funken, er hört wieder auf. Er holt immer an derselben Stelle auf. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Wir fangen mal hier an. Na, das ist natürlich kein schönes Foto. Ah, das ist auch nicht, das hätte ich auch nicht genommen. Das geht, hätte ich gleich aber auch nicht erkannt. Wir haben auch noch Schaf unterwegs gefunden. Richtig geil, als mir der Basten das Schaf hier mitgefallen, weil es da gerade so schön gefressen hat. Ja, hier sind wir bei der Aussicht schon mal von der anderen Seite, von der kleinen Kamera mal reingeholt. Ihr seht, also es sieht auch schon mega aus. Ja, kann man echt nicht meckern. Das sind echt schöne Fotos. Ja, das ist nicht so schön geworden. Das auch nicht, aber es kommen auch schöne. Das hier zum Beispiel. Einfach mega. Die Aussicht ist echt der Hammer. Ja, auch hier. Mega toll. Also wer einfach mal durch Thüringen fährt, Rüschheimer Berg, nehmt es mit. Es lohnt sich, wie ihr seht. Und wir sind jetzt einmal durch. Und mit diesem, ach, wir nehmen das andere Foto, das sieht auch schön aus. Mit diesem wunderschönen Foto möchte ich mich auch von euch verabschieden. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wie immer gilt, Daumen spreizen, nicht mit Likes reizen. Lasst ein Abo da, falls es nicht passiert. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Teilt sie mit euren Freunden. Vielen Dank dafür. Ich werde jetzt noch ein bisschen Musik ins Video reinlegen, dass ihr was davon habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank dafür. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr das findet, ob ihr das auch so weitermachen kann. Oder ich möchte trotzdem auch gerne andere Videos machen. Also ruhig auch mit reinschreiben, wie das denn funktioniert, dass ich die Dateien wieder mit bearbeiten und schneiden kann. Denn das ging ja jetzt leider überhaupt nicht. Naja. Wir werden es auch mal hinbekommen.
es gibt immer eine Lösung, immer einen Weg, das mit euch zu teilen. Das ist zum Beispiel eine Lösung. Dann sage ich vielen Dank fürs Reinschauen, meine Freunde. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Halten. Bis denn.